Hallihallo Freunde, mein Name ist der Sebi von Zork LP und hiermit ein herzliches Willkommen zurück auf der Tschernarus-Insel hier in Russland und wir spielen wieder Arma 3 Exile. Und ja, wir sind ja in letzter Folge stehen geblieben, hier in dieser Base sind wir stehen geblieben, die heißt, warte mal, wo sind wir denn nochmal? Hier sind wir in der Polana Traders Fabrik oder was auch immer das hier ist. Baugebiet, keine Ahnung. Und da können wir halt zum Beispiel jetzt wenigstens Sachen umtauschen und kaufen. Aber wir haben ja gesagt, wir müssen uns erst einmal wegen so Nahrungsvorräte, also Essensvorräte und Trinken, das sollten wir mal gucken. Und da haben wir auch diesen Fastfood-Stand. Dort können wir was kaufen, aber wir haben noch zu wenig Geld. Wir haben noch zu wenig Erfahrungspunkte und so weiter. Wir haben 0. Oje, da müssen wir mal auf jeden Fall mal was machen. Entweder ein paar Zombies töten, war das nochmal, oder irgendwas verkaufen. Aber hier ist erstmal der Wasserständer und den brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ging so mit I. Ach, wir haben ja. Stimmt, wir haben ja nicht mal. Wir haben es nicht mehr drin. Weil wir letztes Mal gestorben sind. Wir sind ja in der letzten Folge einfach querbeet durch den Wald gelaufen. Jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Und haben halt dann einfach, um schnell hier in die Base zu kommen. Jetzt aber pass auf, ich würde sagen, wir essen das Ganze und trinken nochmal. Und dann können wir auch gleich die leere Plastikflasche nehmen. Und Science Fill Frischwater. Ja. Wir haben nur eins, also craften wir damit nur eins. Und jetzt haben wir auch wieder eine Plastikflasche mit frischem Wasser dabei. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und wenn man hier überleben möchte, es ist jetzt gerade Nacht. Ja, also wir sind jetzt gerade nachts angekommen. Ich nehme jetzt gerade nachmittags auf. Und da ist es halt im Spiel leider nachts. Wir können mal gucken, wie viel Uhr es ist. Okay, es ist 22 Uhr. Aber ist auch cool. Jetzt haben wir auch lang keine Nachtmission gemacht. Sonst die ersten drei Folgen waren ja nur tagsüber. Und dann würde ich auch vorschlagen, gehen wir einfach mal nachts dann raus. Vielleicht versuchen wir unser Glück. Ich gucke jetzt gerade. Hier habe ich nämlich so ein kleines Dörfchen gesehen. Dort könnt ihr mal rübergehen und versuchen etwas zu looten oder sonst was. Oder wir gehen tatsächlich in die größere Stadt Polana. Aber dort waren wir ja in der letzten Folge. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen jetzt Richtung Olowetz, so wie es ausgesprochen, ich habe keine Ahnung, bin kein Russe, Olowetz runter und dann vielleicht querbeet wieder rein durch die ganzen Wälder oder wir gehen die Straßen entlang oder vielleicht können wir sogar die Straße entlang fahren, vielleicht haben wir ja ein Fahrzeug, wer weiß, und dann werden wir mal auf jeden Fall gucken. So, jetzt müssen wir erstmal hier raus. Aha, okay, da hat jemand schon eingebrochen. Und dann machen wir auch gleich das Nachtsichtgerät an, weil es ja draußen ist jetzt stockfinster. So. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Straßen lang. Wir haben immer noch kein GPS. Sprich, wir müssen halt immer stehen bleiben, Karte öffnen und gucken, wo wir sind. Aber es soll jetzt kein Problem sein, dass wir, wenn wir einfach die Straße entlang folgen. So. Ja, liebe Leute, es ist ja schon so einige Zeit vergangen. Und ich nehme jetzt halt am. Was haben wir denn für ein Datum? Ich weiß gar nicht mal, mein Datum. Warte, ich gucke schon nach dem Handy. Ich nehme heute am 15.06. auf, gerade. Wie das aufgenommenes Video. Und die E3 war ja schon und da hat sich auch einiges getan. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr das mitverfolgt auch von der E3? Auf jeden Fall richtig coole Sachen sind dabei, aber auch wieder auch nicht so coole Sachen. Der Busch. Auch unterschiedliche Meinungen waren, habe ich gehört. Also es sollte wirklich unterschiedlich sein. Also von meinem Freundeskreis, wenn ich mich so rumgehört habe, die E3 angeschaut haben, also mitverfolgt haben, die ganzen Livestreams oder die ganzen Videos, haben auch gesagt, dass es zum Teil scheiße war. Also Anführungszeichen scheiße, ne? Es waren schon ein paar gute Sachen dabei, aber
es waren trotzdem einige Sachen, wo es nicht so toll war. Irgendwie von Microsoft mit Xbox One X ist ja, kommt die neue Konsole, heißt das ja, glaube ich, so. Denke ich mal. Xbox One X heißt sie, glaube ich. Ich habe mich da jetzt auch nicht so informiert über die neue Konsole, weil Xbox, das ist für mich immer so, ja, Spitzenkandidat gewesen, wo ich jetzt halt nicht immer, interessiert mich halt nicht. Ja, ich bin mehr dieser Sony-Typ, ich bin mehr PlayStation. Schon von Kind auf habe ich die PlayStation 1 gehabt, dann die PS2, dann die PS3 und jetzt natürlich auch die PS4. Und darum bleibe ich bei Sony, egal, komme was wolle. So einfach ist es. Ja, ist es PDW Back? Nein, das haben wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Hier ist wieder so eine M9 Magazin. Naja, auf jeden Fall. Gott, meine Stimme. Auf jeden Fall hat sich halt auch so einiges getan, was man so hier rumgehört hat. Ja, also Xbox-Konsole war ja wieder so eine Riesensache da. Das, glaube ich, das größte Gespräch ever auf der Gamescom, auf der E3. Und naja, also ich weiß nicht, also ich bin Xbox-Fan, bin ich jetzt nicht so, also ich halte jetzt davon nix. Ah, ich glaube, ich habe einen Zombie gehört. Ich soll mal wegen geduckt laufen. Also ich halte jetzt ehrlich gesagt von Xbox jetzt nicht so. Es gibt bestimmt einige Leute hier draußen, die bestimmt die Xbox mögen. Aha. Was denn das für eine Dusche hier? Hallihallo. Ah, das sieht aber so grässlich aus hier drin, ne? Das sieht ja richtig grässlich aus, wie das Nachtsichtgerät eigentlich schon ist. Aber wenn ich es ausmache, ich weiß, ihr könnt ja was sehen. Ich glaube, YouTube macht es, glaube ich, wieder zu dunkel, ja? Darum muss ich das leider mal mit Nachtsichtgerät spielen. Da schon, ja, die Waffe, die Munition und Waffen hätte ich gar nicht gesehen. Aber gut, ich halte es ehrlich gesagt nichts von Xbox. Es gibt bestimmt einige, die Xbox richtig cool finden. Das ist bestimmt, Xbox X hat, glaube ich, auch so seine Vorteile jetzt. Irgendwie mit 4K kann man jetzt besser Spiele spielen und ja, ist dann die stärkste Konsole dann auf jeden Fall, aber mal ehrlich, ist mir jetzt eigentlich jetzt nicht so egal. Ob ich jetzt die zweitstärkste Konsole habe oder die beste von den ganzen auf dem Markt, für mich ist das Wichtigste, das Spiel, was ich mir gekauft habe für die Konsole, dass das anständig läuft und funktioniert und was auch wesentlich wichtig ist, der Speicherplatz. Der Speicherplatz ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Allgemein für Konsolen finde ich Speicherplatz immer wichtig, weil da man kann einfach so viel, es gibt so viele schöne Spiele für PlayStation oder beziehungsweise für die ganzen Konsolen und alle gute Spiele verbrauchen richtig viel Speicherplatz und das ist für mich auch einfach wichtig, dass ich auch genug Speicherplatz habe auf meiner Konsole. So, Katzenfutter, wenn ich jetzt nicht richtig gelesen habe, nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, vielleicht finden wir ja eine Katze. So, da liegt wieder eine Zeitung. Ah, nehmen wir einfach mal mit. Okay. So, da oben, aber man, da geht's nicht mal lang. Nein. Hier geht's auch. Ah, hier ist noch ein bisschen Keller. Okay. Auf jeden Fall, ja. E3 habe ich jetzt mal ein wenig mitverfolgt. Also ich habe es nicht ganz mitverfolgt. Über Livestreams habe ich jetzt überhaupt nicht so gemacht, weil ich einfach dazu keine Zeit hatte. Aber ich habe mir dann im Nachhinein 2-3 Tage später die ganzen Videos und Demos und die ganzen Gameplays angeschaut. Und ein paar Live-Ausschnitte. Oh, ich habe ein Auto gefunden. Das gibt's nicht. Wir haben tatsächlich ein Auto gefunden. Ja, seht ihr, was wir im Glück haben. Dann können wir tatsächlich die Straße folgen und dann weiterfahren. Okay, pass auf, ich gehe mal schnell rüber und probier mal gleich aus, ob noch Benzin drin ist. Haben wir noch was? Es wird unten rechts angezeigt, 10,55, ja, das passt. Gut, dann steigen wir nochmal aus und gehen nochmal wegen und erkunden nochmal ein wenig, weil wir brauchen irgendwas zum Essen und zum Trinken, das ist sehr wichtig. Kann man da rein? Ich glaube schon, ja. Nee, auf jeden Fall habe ich das Ganze mitverfolgt. Und ja, Toilettenpapier brauchen wir nicht.
Was ich auf jeden Fall genial finde, und das ist auch richtig cool, das passt jetzt auch perfekt hier zu Arma 3 Exile zusammen, weil es ein Zombie-Spiel ist. Und zwar ist das. Oh ja, warte mal, wann. Jetzt kommt gerade die Meldung, man, tut mir leid, Leute. Jetzt kommt gerade die Meldung rein vom Server. Restart alle 4 Stunden. Jetzt ist mir gerade gekommen, oh shit, nicht, dass 14 Uhr ein Restart ist. Jetzt muss ich selber gucken, wo steht denn das? Das in. Wann ist denn. Restart. Steht das da? Info? Nein. Ja, wird dann bestimmt irgendwann wird bestimmt gemeldet werden. Aber ich glaube, dass ich glaube 14 Uhr haben wir glaube ich Restart drin. Ach, hey, wir nehmen. Na gut. Müssen wir mal wenigstens beheilen. dass ich immer die perfekte Zeit erwischt zum Aufnehmen, wo dann in den nächsten halbe dreiviertel Stunden dann Restart ist. Das ist der Hammer. Na gut, auf jeden Fall. Ja. Können wir nochmal Türen öffnen hier, da ist noch was drin. Aber jetzt kommen wir zu diesem Zombie-Spiel von der E3, das ich ja hier gerade am erzählen war. Und zwar, das nennt sich ja das Spiel Days Gone. Days Gone? Days Gone? Days Gone? Ja, Days Gone heißt das. Das ist so ein richtig cooles Spiel gewesen, das habe ich mir angeschaut. Hatte schon Millionen von Klicks gehabt, dieses Gameplay, was sie auf der E3 gezeigt haben. Nachdem ich so, boah, was ist denn das? Dann habe ich es mal angeschaut. Und ich hab am Anfang gar nicht gewusst, was das für ein Spiel ist und dass es ein Zombie-Spiel ist. Und ich habe halt nur gesehen, top, geniale Grafik und alles, ne? Und dann plötzlich kommen die ganzen Zombies und dachte mir so, oh, jetzt wird's richtig interessant. Und das fand ich auch echt geil, weil man spielt ja, glaube ich, irgendwie so ein Biker, so ein Motorradfahrer, der in einer Welt voller Zombies lebt, ne? Das ist richtig, richtig genial. Also es ist echt genau. Der Typ hat mich, glaube ich, so wegen mehr an den einen erinnert von The Walking Dead, der auch mit dem Motorrad immer rumgefahren ist. Ich weiß nicht, wie heißt der? Rick ist ja, glaube ich, der Sheriff, ne? Rick ist der Sheriff. Ja, keine Ahnung, wie heißt denn der? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der eine von The Walking Dead, der auch da mit dem Motorrad rumfährt. An den hat er mich erinnert. Vom Spiel her. Und ich fand es einfach richtig genial. Also die Grafik war ja bombastisch, kann man ja wirklich sagen. Und es ist ja auch top. Also es ist wirklich genial, geht's ja gar nicht mehr. So. Dann würde ich vorschlagen, da finden wir gar nichts mehr, oder was? Waren wir schon in dem Haus hier drin? Nein, da waren wir noch nicht. Da können wir nur schnell reingehen. Auf jeden Fall fand ich es richtig genial. Den Trailer, beziehungsweise haben sie ja die Demo gespielt für die PlayStation 4 haben sie gespielt. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr interessiert. Also es hat dann schon sehr. Es hat was, sagen wir mal so. Es hat irgendwas. Und ich werde es mal auf jeden Fall, wenn es auf der Gamescom anspielbar ist, werde ich es mir auf jeden Fall machen. Also das werde ich dann auf jeden Fall machen. Ah, warte hier. 13 Uhr ist der Reset. Und wir haben. Zum Glück 13.40 Uhr. Ach, ein Glück hab ich einen Dusen. So, jetzt wissen wir auch Bescheid. Ja, und ich werde es mir auf jeden Fall, wenn es möglich ist, auf der Gamescom das anspielen. Und das werde ich mir auf jeden Fall machen. Ja, was habe ich sonst noch angeschaut von der E3 her? Mountain Blade Warbitten habe ich mir angeschaut. Das habe ich mir angeschaut. Das ist der zweite Teil. Das habe ich mir angeschaut. Fand ich jetzt auch interessant. War aber. Ja, was soll man sagen? Jetzt fahren wir rüber nach Berezino. Ne? Warte mal kurz. Links, rechts. Ein bisschen links, oder? Sieht nach links. Warte mal. Wenn ich jetzt so fahre, müsste ich jetzt richtig sein. Ja, jetzt bin ich, ja, einfach die geradeaus folgende Straße, das sind wir da. Ja, also ich fand Mountain Blade Warbitten 2 fand ich auch sehr interessant. Das hat mich auch sehr interessiert. Und es war halt, wir haben bessere Grafik, war es ja ein bisschen besser, ne? Von, anstatt das alte Mountain Blade und sonst,
vom ganzen Game her war es eigentlich recht cool gemacht, muss man schon sagen. Es hat schon echt was gehabt. Muss man schon auf jeden Fall loben. Die Entwickler, da haben sie schon auf jeden Fall einiges getan. Wo ich gesagt habe, das ist glaube ich doch ein Kaufgrund das ist für mich glaube ich ein Kaufgrund, dass ich auf jeden Fall das kaufen werde, das Modern Blade 2. Oder vielleicht also auf jeden Fall werde ich sowieso auf der Gamescom testen, weil ich habe schon informiert, es wird auf der Gamescom geben, das Spiel, und das werde ich auf jeden Fall mal antesten mit einem Freund von mir. Und ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, also das ist ganz safe, das werde ich auf jeden Fall machen.